Willkommen, liebe Clasher, beim Innentorskartur, beim Clan Spätzle mit Soße, noch mit dem Avatar-Account. Der wird aber hier nach dem Wochenende, glaube ich. Ich glaube, ich spiele jetzt noch ein oder zwei CKs. Dann bin ich hier wieder raus, dann ist er wieder frei. Ich suche dann wieder eure Clans, in denen ich mich so ein bisschen tummeln kann. Und aber worum geht's heute? Ja, ich habe das so ein bisschen aufgeschnappt in meinem Livestream vom letzten Samstag. Der Nils auf Twitch TV, da bin ich ja auch immer wieder, ich will nicht sagen gern gesehener Gast, aber ich streame natürlich nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Und der Nils hat eine sehr, sehr gute Frage aufgefasst. Ja, Clans ohne Rathaus 12, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Der Frage gehen wir heute mal nach. Deswegen bin ich heute auf dem Avatar-Account. Und ja, so ein bisschen bin ich das auch. Ich bin selber ein bisschen gewohnt mit meinen ganzen Accounts oder zumindest mit dem 10er und mit dem 12er in Clans zu sein, die noch andere 12er haben. Also kriegst du das Zeug. Aber es gibt natürlich durchaus Clans, die haben zwar Rathaus 10er, 11er, aber sie haben keinen 12er. Das heißt also, du gehst entweder irgendwo eine Karre schnorren oder irgendeiner hat noch irgendeinen 12er hochgespielt, hochgelevelt oder im Shop hochgekauft, keine Ahnung, und hat fix die Werkstatt rausgebracht. Also andere Möglichkeiten gibt es nicht. Oder du gehst natürlich immer ins Global. Auch ich gehe ab und zu mal ins Global, auch mit dem Thorsten suche ich immer mal wieder Rathaus 12er für unseren Clan. Und wenn dann einer nach einer Karre fragt, dann kann er hier kurz reinkommen, kriegt er eine Karre, keine Frage. Also machen wir heute mal Angriffe ohne Karre. Kein Angriff ohne Auftrag. Oh, der ist mir abgelaufen. Okay, scheiße. Ich bin mal wieder ein bisschen spät mit dem Aufnehmen dran. Okay, das ist Nachtdorf. Was ist denn hier jetzt Tagdorf? 8 Stunden 500.000, den können wir machen hier. Den machen wir, okay, das ist Tagdorf. Da wir natürlich jetzt gerade im Tagdorf sind, machen wir das auch. 500.000, oh, das ist gleich so eine einfache Base, aber ein bisschen wenig Dunkles. Ich stelle auf jeden Fall unten die Maschine aus, dass wir so ähnliche Verhältnisse haben. Das, was ich jetzt nicht habe, oh, das ist auch doof. Okay, das muss ich eben ändern, denn ich habe eben mal einen Probeangriff gemacht. 1, 2, 3, 4. Wir müssen einfach kurz einmal, was können wir hier jetzt rausnehmen? Ich glaube, wir nehmen mal einen Bowler raus, einen Magier raus. Wir müssen so ein paar Mauerbrecher haben. Du musst einfach Mauerbrecher haben. Ich meine, sie werden so ein bisschen, ich will nicht sagen, sie werden überbewertet. Jetzt habe ich, wir können noch einen mitnehmen. Dann machen wir uns die auch fertig. Und die brauchen wir natürlich in unserer nächsten Armee auch. 4 Stück davon. Und nehmen wir noch einen Laki mit. So, dann können wir jetzt anfangen zu suchen. Also ohne Karre. Mal sehen, ob wir einen coolen Gegner finden. Und den auch vor allen Dingen auch ohne Karre machen können. Es ist einfach so. Es ist ja ein Vorteil. Jo. Und ich glaube, wir haben einen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Elix wir machen müssen. Aber den nehmen wir mit, auch wenn es ein Rathaus 11 ist. Aber er ist nicht wirklich sehr, sehr stark. Der Adler ist auf Level 1. Und jetzt müssen wir natürlich unsere Maschine hier umstellen. Okay, damit haben wir sie umgestellt. So sieht das nämlich in einem Clan aus. Der Clan, der kein Rathaus 12er hat, der einem eine Karre oder ein Luftschiff spendet. Und deswegen gucken wir mal, dass wir, ich glaube, wir gehen dem Single Inferno hier mal entgegen. Mit, was haben wir denn eigentlich dabei? Oh, okay. Jetzt muss ich mich kurz mal orientieren. Ah, ja, ja, okay. Dann geht er jetzt mal über die Ecke da. Ist nicht ganz so schlimm. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier aber über die Ecke mit unseren Mauerbrechern reinkommen. Was wir nicht dabei haben. Ja, super, super, Toto. Wir haben keinen Sprung dabei. So, hier haben wir ein paar Riesen und ein paar Bowler. Wir haben keinen Sprung dabei, das ist aber nicht so schlimm. Und wir haben Lufttruppen dabei. Auch das, ich hätte fast gesagt, auch das ist nicht so schlimm. Natürlich ist das nicht schlimm, aber so wirkliche Luft kann ich nicht mal sehen, ob wir hier den Inferno wenigstens wegkriegen, den Multi. Da kommt jetzt schon ein wenig Clanburg auf uns zu. Die müssen wir natürlich jetzt runtergiften. Und wir lassen die Truppen jetzt erstmal laufen. Auch die Queen soll jetzt erstmal ganz entspannt die Luftballons hier machen. Die dürfen auf gar keinen Fall abwerfen. 1, 2 Stück sind es noch. Jawohl, Queen hat überlebt. Den Tesla nehmen wir noch mit, denke ich mal. Und vielleicht auch das Rathaus. Queen ist jetzt weg. Das haben wir schon mal nicht ganz so schlecht gemacht. Und jetzt können wir hier, wo haben wir denn unsere Fähre eigentlich? Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann nehmen wir hier 1, 2, 3, 4. Wir nehmen einen Hund von dort und wir nehmen auch einen Hund von dort und nehmen
hier jetzt die restlichen Loons mal mit rein. So, jetzt muss ich einmal so ein bisschen hier die Eilzauber schmeißen. Wir hauen hier mal unseren Fries rein. Ich hoffe, das war ganz gut. Den zweiten Fries, das weiß ich noch gar nicht, wo ich den setze, aber ich denke mal hier bei der Tesla Farm ist er ganz gut aufgehoben. Wir haben noch zwei Ballons. Den Lot haben wir teilweise geholt. Okay, Luft ist nicht so ganz meine Truppe, merkt er gerade. Ist aber nicht so schlimm, ist hier so ein bisschen am Computer geklickt. Ist auch immer ein bisschen schwieriger. 131.000 Elixier, das ist jetzt nicht so viel für den ersten Angriff, aber ja, es ist einfach ein Angriff, 2 Sterne. Die Base war nicht so gut. Ich denke mal, im CK, am Tablet oder am Handy kann man so einen Angriff auch besser machen mit so einer Armee. Muss man mal ganz klar gestehen. Und jetzt hätte ich fast gesagt, mit Karre kann man das noch viel besser machen. Ja, vermutlich ist es mit Karre noch besser. Die geht noch ein bisschen besser durch. Vor allen Dingen spare ich im Moment die Truppen durch die Karren, denn ich nehme die Mauerbrecher überhaupt nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wer von euch noch Mauerbrecher mitnimmt. Ich mache es im Moment nicht. Ich lasse die komplett weg. Leveln werde ich die natürlich trotzdem. Denn vielleicht komme ich ja mal in einem Clan, der keine 12er hat. Der Lot ist ja... Naja, mit dem Bonus kann man mitleben. Jo. Und Challenge haben wir auch gemacht. Dann fordern wir nochmal ein bisschen Bodengift an. Das gebe ich mir eben mal selber. So. Und dann machen wir unseren zweiten Angriff. Okay, also habt ihr gesehen, ohne Karre wird es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, die Karre ist dann schon Vorteil. Ich habe jetzt schon so viele Folgen nur darüber gemacht. Es ist also ich finde schon, es ist schon ein, ja, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Vorteil. Ich hätte jetzt aber keine Idee, wie Supercell diesen Vorteil wegbekommen kann. Wüsste ich nicht, echt nicht. Muss man mal so sagen. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, gut, die Clans, die jetzt keinen... Oh, der ist gar nicht mal schlechter, 2000 Dunkles, naja. Wo du jetzt kein RH12er hast, da kannst du das Ding, was weiß ich, einmal die Woche im Shop kaufen oder sowas. Keine Ahnung. Also es gibt ja diese individuellen Shop-Angebote. Da könntest du auch eine Karre geben für ein Apfel und ein Ei oder was auch immer, für 50 Gems oder so. Ich weiß nicht, irgendwie kann man sicherlich was machen, aber dann wäre der RH12 auch nicht mehr oder das Rathaus, was immer so ein bisschen... rauschtig. Das war ja auch schon beim 10er so, als es nur 10 gab. Das war beim 11er so, als es nur 11 gab. Und das ist jetzt beim 12er so. Natürlich kann man jetzt hoch. Man kann ja immer noch hoch rushen. Du musst zwar alles bauen, aber du kannst ja hoch rushen, indem du die Dinger halt nur rausbringst und nicht weiter baust. Und dann kannst du dir natürlich auch die Werkstatt bauen. Immerhin hast die Karre dann auf 1. Bringst das Ding auch noch auf 2, dann hast du auch das Luftschiff. Auf 1 sind die Sachen nicht so schlecht. Ich meine, für einen Clan, der gar nichts hat, für den ist eine Karre auf 1 und ein Luftschiff auf 1 super. Und der ist eigentlich für uns mal super hier. Den nehmen wir jetzt mal mit. Was habe ich gesagt? Wir stellen die Karre um. Und bei den Angriff hier, glaube ich, da wisst ihr genau, was wir machen müssen. Da hatten wir diese Woche schon die Folge. Das trifft im Rathaus 10-Bereich auch zu. Allerdings... mit diesem Emulator kann ich nicht richtig rein und rauskommen. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Die sind auf Level 2, die beiden Multi-Infernos. Und die Queen muss da oben weg. Lass mich mal eben überlegen. Ach. Oh, wie machen wir das? Ich will ja auch mal was richtig machen in einem Video. So, gucken wir mal, ob wir hier etwas richtig machen können. So, wir haben 4 Mauerbrecher. 1, 2, 3, 4. Oh, diese Doppelkanone, die... Ja, okay. Das war es jetzt schon wieder. Mauerbrecher-Fail. Kommt bei mir selten vor, ich weiß. Aber kommt vor. Okay, der King geht immerhin schon mal auf die Mauer. Okay, wir müssen dem King jetzt vertrauen und den Bowlern hier. Die dürfen jetzt nicht rumrennen. Nein, sie gehen rein. Alter, ich habe auch Glück... Puh. So, jetzt muss ich nur meine Maus finden, dass ich die ein bisschen wütender machen kann. Ja, klar, King geht raus. Aber der Kollege hier hat, glaube ich, keine Clanburg. Ich glaube, meine Truppen waren schon so ein bisschen weit. Kleines Problem gibt es jetzt natürlich mit den Multis. Scheiße.
Ich hätte fast gesagt Scheiße, aber das darf ich natürlich hier nicht so sagen. Wir wollen ja nach wie vor so ein bisschen jugendfrei bleiben. So, die Queen muss ich in jedem Fall zünden. So, wir kommen hier jetzt mal über die Seite rein hier mit den Hawk Ridern. Klar hat er doch Clanburg und die muss ich jetzt heftigst giften. Ich habe aber schon einen Stern, ich weiß, der wird jetzt mal ein richtiger Fail hier. Oh, 5 Walküren. Ich glaube, den müssen wir nicht weitermachen, den Angriff, ne? Scheiße. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das nehmen wir jetzt mal so hin. Oder führen wir die Truppe doch noch irre? Nein, ich mache nichts mehr. Den könnt ihr mal abstempeln. Ein Pokal, jawohl. Aber wir haben Bonus gekriegt. Gehört dazu, Leute. Jetzt habe ich das Elex immer noch nicht zusammen. Das gibt's gar nicht. Ich muss jetzt nochmal anfordern. Natürlich haben wir wieder Luft. Aber wir haben jetzt natürlich ein bisschen eine etwas komische Truppe. 1, 2, 5 Mauerbrecher. 3 Bowler. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen was rausnehmen. Nämlich dieses, ich hätte fast gesagt Gesocks, aber Kobold ist ja kein Gesocks. So, den haben wir eigentlich nie dabei, damit das jetzt in etwa passt. Wie viele Bowler kommen nach? Ein Bowler. Zwei Bowler. Einer davon. Einer davon. Oh, wir haben ja noch einen Slot. Ich glaube, wir nehmen mal einen Babydrachen mit. 260. Achso, ja, das ist ja dumm von mir. Wir sind ja jetzt schon bei 2,35, da geht hier ja gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was jetzt heute, was heute Abend los ist. Bodengift, den hier noch raus, dann geht der eine Bowler hier noch rein. So ist es richtig. So ist es jetzt richtig, den nehmen wir raus. Sprungzauber ist in Ordnung, aber wir brauchen die Heilzauber hier nur einen. So, nachtrainiert, ihr seht, ich bin hier ein bisschen im Boost. Konfuse Folge um diese Karre. Was haben wir reingekriegt? 5 Bowler, einen Riesen, diesmal nicht von mir. Wir trainieren nach. Ich hoffe, wir schaffen dieses Event noch ohne Karre. Ist schwierig, oder? Ich weiß es nicht. So, es ist schon gruselig, was ich heute von mir gebe. Aber ihr seht das, mein letzter Bauarbeiter hier ist mit dem Rathaus 10er gerade fertig geworden. Das war nämlich diese suchende Luftmine. Und jetzt wird mir nur noch das Rathaus angeboten. Und natürlich der King, der muss noch ein paar Level machen. Außerdem, wenn ihr Samstag gesehen habt, muss ich noch so ein paar Forschungen hier machen. Mit dem, also die Lakis müssen noch hoch, mein Lieblingszauber muss noch hoch und auch der Skelettzauber muss noch 1, 2, ich glaube, er geht auf Level 3 auf Rathaus 10. Also noch ein bisschen, ich muss noch reichlich Dunkles machen, ein bisschen an Mauern auch. Jetzt gucken wir mal, das kann ja nicht sein, dass ich so wenig Elex hier, ich meine, ich bin nicht hoch in der Liga und ihr seht das, ich habe eigentlich relativ, hoppla, relativ schnell einen Gegner gefunden hier in der Range. Das hat mich schon immer gewundert. Wie kann das sein? 19 Dunkles, das kann gar nicht sein. Ich meine, der muss gerade so wieder frei geworden sein, diese Base. Nachdem entweder sie abgefahren war, aber jetzt guck mal, obwohl er hat die Sammler auch erst auf 1. Vielleicht kommt es hin, aber 19. Also ich meine, ich hatte schon mal einen, da stand 2. Das kann eigentlich gar nicht sein, denn wenn 3 Bohrer, die waren alle 3 auf Max, einmal runterfahren zum Pumpen und wieder hochfahren, dann sind da mindestens mehr als 2 Elex drin. Das war, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, zu Startrauters 12 oder so, da gab es ja auch diese ganz komischen, teilweise Negativzahlen, wo welche negativen Gold- und Elex-Status hatten. Also ganz, ganz komisch. So. Eine blöde Floskel. Den nehmen wir mit. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist die Queen. Oh, ist auch eine 40er Queen. 40er King. Single Infernus. Mal gucken, wie weit wir hier ohne Karre kommen. Also die Karre würde hier auch nicht bis ganz durchfahren. Aber es kann schon sein, dass die Karre vielleicht doch etwas weiter kommen würde, als dass es unser Sprung kommt. So, die ersten Mauerbrecher. Ah, die gehen immerhin schon mal durch. So, dann kann ich hier springen. Hier haben wir wieder unsere Bowler und die Riesenhelden hinterher. Also erstmal Queen machen und vielleicht die ein oder andere
die ein oder andere Luftabwehr wäre ganz nett. Und natürlich der Inferno, das wäre super, wenn der weggeht. Clanbook hat er keine, das kommt uns natürlich super entgegen. Hier unten haben wir jetzt schon eine Luftabwehr geschafft. Und mal gucken, vielleicht packen wir diesen Single Inferno und noch den Magerturm, jawohl, den packen wir auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken, eben, bei meinem ersten Angriff habe ich mich übrigens vertan. Da bin ich abseits des Fegers reingekommen, das heißt also entgegen des Fegers. Das war natürlich ein bisschen doof. Das soll hier jetzt anders werden. Also nehmen wir so ein Lohn, 1, 2, 3, 4 und einmal hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wir nehmen hier ruhig den zweiten einmal mit drauf. Gruselig hier, was man sich hier zusammenklickt. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Hier heilen wir mal die ganze Meute durch. Und ein paar Loons habe ich ja noch. So, aber ich glaube, es wird jetzt ein bisschen Zeit, das Ganze hier zu friesen. Und das Ganze auch zu machen hier. Komm, jetzt macht den Inferno da weg. Das ist ein Single, Leute. Okay, das haben wir in jedem Fall ganz gut gemacht. Der Single Inferno ist weg. Mehr schaffen wir aber nicht. Und wir kriegen, mal gucken, wie viel. Ich glaube, wir kriegen mal wieder nur. Wisst ihr was? Wegen dem ein Skelettzauber. Oder wegen diesem ein Skelett nehme ich jetzt noch den kompletten Gift, damit meine beiden Luckys mir hier wenigstens den Rest rausholen. Ach, das gibt's gar nicht. Das gibt es nicht. Mann, Mann, Mann. Wenigstens das Dunkle. Das Elex haben wir immer noch nicht zusammen. Ich brauche 5 Angriffe für 500.000 Elex. Das kann man eigentlich nicht glauben. Aber diese Folge macht es wahr, also ohne Karre, ihr habt das gesehen, auch, entschuldigt bitte, für mich ist das sehr, sehr schwer. Und ja, mal gucken, ich glaube Besserung, vielleicht sollte ich doch auf das Tablet einfach mal wechseln, wenn ich solche Angriffe mache, denn gerade mit den Loons mache ich doch schon gerne so einen kleinen Multitouch, wenigstens mit 2 oder mit 3 Fingern, so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, jetzt holen die mir noch ein bisschen Gold, okay, aber ich glaube bis zum Elex-Lager, das packen die nicht mehr. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich verabschiede mich schon mal, aber wir gucken uns wenigstens das Clanspielergebnis an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, also hier unten drunter, ob ihr der gleichen Meinung seid, dass es doch erschwert ist, dass es ein Vorteil ist, wenn man diese Karre hat. Immerhin haben wir den Bonus. Das andere haben wir immer noch nicht. Egal. Toto kämpft hier weiter, genau mit der Armee nochmal. Und ja, was ihr davon haltet, ob das richtig ist, ist das ein Vorteil, diese Karre zu haben in Clans, die keinen Rat auf Silver haben. Ich meine, ihr seht das, ich habe eigentlich immer die ganze Zeit die Karre gehabt, habe sie aber jetzt fairerweise für euch nicht genutzt. Ich hoffe, das war euch ganz recht. Bis dahin. Achso, oh, ich habe noch was vergessen. Morgen kommt eine CK-Only-Folge, also wir haben mal wieder CK-Time. Und es kommt aber morgen auch eine zweite Folge, nämlich ich werde morgen Nachmittag bekannt geben, um wie viel Uhr am Freitag der Community Clan aufmacht. Aber am Freitag wird es vermutlich dann keine Folge geben, weil ich auch noch ein bisschen unterwegs bin. Also haltet euch in Geduld. Bis dahin, euer Toto Clasht.